Fisch und herzlich willkommen zu diesem neuen Reading für dich. Mein Name ist Zero Sabine und gemeinsam möchte ich jetzt mit dir in die zweite Monatshälfte des Juli eintauchen. Ja, wie geht es weiter? Welche Energien stehen dir zur Verfügung? Was möchte sich zeigen? Was darf sich vielleicht sogar auch auflösen? Wir schauen uns das an hier mit den Orakelkarten. Wir schauen dann mit dem Tarot nochmal weiter und in der Fortsetzung, ja, schauen wir dann tiefer auf das, was sich hier auf den Tisch legen möchte. Vom 15. bis zum 31. Juli für die Fische, das nach Hause kommen. Vier Stäbe, wunderschön, liebe Fische, in dir zu Hause ankommen, in dir zu Hause sein, die Freude, die Lebendigkeit. Vielleicht steht eine Feier an, ein Treffen. Was lässt dich hier bei dir zu Hause sein? Was ist dein Zuhause, dein stabiles Fundament? Darum wird es gehen, da darfst du tiefer schauen. Und wir bitten mal um weitere Hinweise, weitere Impulse. Oh, ja, schau mal, das Nachdenken. Die 4 und hier haben wir die 44. Ist mir jetzt gleich ins Auge gesprungen, das ist sehr spannend. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass du vielleicht auch gerade über das nachdenkst, was dein Zuhause betrifft, was deine Freunde betrifft, deine Freude, was dir Stabilität schenkt, wo du dich geborgen fühlst. Vielleicht braucht es eine neue Struktur, einen neuen Gedanken. Doch wisse, ich hatte das Nachdenken, glaube ich, schon mal bei einem anderen Sternzeichen. Wisse auch, dass es wichtig ist, nicht nur in den Gedanken zu hängen, sondern auch aktive Schritte zu gehen. Ganz wichtig. Also auch in die Aktion zu kommen. Auch das zu tun, zu unternehmen, was dich wirklich spüren lässt, wo und wie du in dir zu Hause bist. Annehmen. Annehmen. Ja, wenn du über dein Zuhause nachdenkst, vielleicht über eine Veränderung, dann geht es aber auch erstmal darum, anzunehmen, zu empfangen und womöglich auch zu würdigen, was da gerade in deinem Leben ist. Also den Ist-Zustand annehmen. Der Specht, Imagination, Innenschau, folge deinem Herzen, es führt dich geradewegs in ein erfülltes Leben. Wenn du das annehmen kannst, was jetzt gerade in deinem Leben ist, ganz gleich, ob du dir Gedanken darüber machst, was dir fehlt, was du verändern möchtest oder. Hier geht es einfach nur ums Annehmen. Dann würdigst du das, was da ist. Und dann kannst du einfach auch noch mal klarer hinspüren, hindenken, was du wirklich hier manifestieren möchtest. Imagination, also was möchtest du erstmal in deinen Gedanken verwirklichen und dann aber auch in die Physis bringen. Eine Hauptenergie möchte ich bitte noch hier für Fische. Was haben wir hier? Die zweite Monatshälfte. Ich bekomme zu den vier Stäben auch gerade Berufliches rein.
Huiuiui. Der hat aber viel Krach gemacht jetzt. Der Tod. Also berufliches, was sich hier vielleicht auch verändern darf, wo du dir auch Gedanken über eine Veränderung machst, über etwas Neues. Das kam jetzt noch mit durch. Der Tod, ganz simpel. Die Transformation, die Veränderung. Altes, ja, auch hier annehmen und dann über deine inneren Bilder in die Transformation hinüberfließen lassen. Folge deinem Herzen. Ach, guck mal, zwei. Der Herrscher, oh, und die drei Schwerter. Ja, und vielleicht ist hier auch etwas schmerzhaft. Etwas, was dein Herz vielleicht auch belastet. Mit dem Herrscher haben wir ja das Thema Verantwortung übernehmen, aber auch Macht. Wir haben hier Widderenergie, Strukturen, ein klares Fundament. Und mit den drei Schwertern ein Stück weit den Herzschmerz. Aber auch immer wieder, wenn du die Schwerter nutzt und nicht zu viel über das nachdenkst, was geschehen ist, sondern auf den Punkt kommst, auf die Erkenntnis kommst, dann bringen dich diese drei Schwerter aus dem Kummer, dem Herzschmerz heraus, in eine neue Kraft, in eine neue Sichtweise. Ja, die Sonne. Neue Lebendigkeit. Ein neues Licht, was hier geboren werden möchte. Aktivierung, Aktivierungsenergie nehme ich wahr. Verantwortung für dich und dein Licht, für dein dich in dir zu Hause fühlen. Ich weiß noch nicht, ob der Herrscher hier eine Person im Außen ist. Das kann ein Chef sein, das kann ein Vater sein, das kann aber auch der Partner sein, wo es hier Kummer gab, wo aber auch jetzt etwas Neues entstehen möchte, wo jetzt Licht einfließt. Das Ass der Münzen. Etwas Neues wird hier aufgebaut. Eine neue Struktur, ein neues Fundament, ein neues, ja, dich in dir zu Hause fühlen. Die Temperance und der Gehängte. Dadurch, lieber Fisch, dass du den Ist-Zustand annehmen kannst, wenn du es schaffst, ihn anzunehmen, dadurch kann sich hier Heilung öffnen. Es öffnet sich eine neue Perspektive auf dein Leben, auf dein Fundament, auf deine Macht, aber auch auf deine, ja, Verantwortung und Entscheidungsmacht. Eine Karte möchte ich bitte noch hier für Fisch. Und dann schauen wir uns das mal im Zusammenhang an. Energieheilung nehme ich hier wahr, die Sonne und die Temperance. Sehr, sehr stark auch die Energie überhaupt. Und die sechs Stäbe. Genial. Erfolg. Erfolg auf ganzer Linie. Erfolg durch neue Einsichten, durch neue Erkenntnisse. Dadurch, dass dir bewusst wird, was deine vier Stäbe sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass du darüber nachdenkst, was deine vier Stäbe sind. Dass dich genau das aus einem Kummer herausführt auf deinen Platz. Dass du für dich deine Regeln, deine Strukturen vielleicht auch viel besser erkennst und umsetzen kannst oder auch halten kannst.
die drei Schwerter haben wir hier auf der einen Seite den Herzschmerz, aber du hast auch die Kraft und den Mut, dich über diesen Herzschmerz hinaus zu bewegen. Folge deinem Herzen. Es führt dich geradewegs in ein erfülltes Leben. Häng nicht zu tief in dem Kummer, sondern sei mutig, beherzt hinzuschauen, auch mal auszuhalten, wenn sich hier Strukturen, Regeln, vielleicht sogar Dogmen zeigen, diese für dich in dir anzunehmen und dann zu verwandeln, zu transformieren. Hier möchte sich ein komplett neues Fundament herauskristallisieren. Es bedarf aber auch der offenen, klaren Sicht. Es bedarf auch einer Öffnung der hohen Frequenzen, die gerade da sind, hohe Frequenzen des Bewusstwerdens, des Bewusstseins. Und hier kommt etwas Neues in dein Leben dadurch, dass sich auf einer inneren oder äußeren Ebene etwas beendet. Also es wird hier durch den Tod etwas transformiert. Und Transformation heißt immer eine Form, wandelt sich, etwas Altes stirbt, damit etwas Neues geboren werden kann. Die drei Schwerter, der Kummer, der darf hier jetzt erlöst werden, sodass du für dich hier ein neues Fundament setzen kannst. Ein Fundament, auf das du ja eine neue Sichtweise erlangst und was dir hier wirklich erfolgversprechend, ich sag mal, vor die Füße gelegt wird oder in dein Herz gelegt wird. Ich würde ja sagen, denk nicht zu viel nach. Nimm den Ist-Zustand an, also die Transformation, und dann folge deinem Herzen. Folge gerne auch mir, denn ich gehe jetzt in die Fortsetzung hinein, wo ich auf all das nochmal tiefer eingehen möchte, gerade auch mit dem Gehängten, der hier eine gewisse Form von Stillstand anzeigt, vielleicht auch eine Handlungsunfähigkeit, der sich hier der Herrscher gegenüber sieht, wo hier viel Nachdenken über das erfolgt, was sich jetzt zeigen möchte. Wir werden es uns anschauen. Ich bin sehr gespannt und ich sag mal, bis gleich, lieber Fisch.